Was tun wir in Zeiten, die uns herausfordern? Wenn die Restaurants geschlossen sind, dann unterstützen wir sie und holen Takeaway bei ihnen. Wenn Ärzte und Pfleger kaum noch ihre Masken vom Gesicht kriegen, dann beginnen wir, Masken zu tragen. Wenn die Schwächeren unter uns bedroht sind, dann lernen wir neue Wege für unseren Alltag. Wir halten zusammen. Zusammen gegen Corona. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Es ist soweit. Herzlich willkommen zur Wiedereröffnung im Möbelzentrum Großrehschen. Wir haben inzwischen die Halbjahresinventur gemacht und nun muss vieles raus. Sichern Sie sich Ihr Schnäppchen und das teilweise sogar unter unseren Einkaufspreisen. Viele Ausstellungsmöbel und Küchen sind bis zu 68% reduziert und bis zu 50% Rabatt gibt es auf Möbel- und Küchenneubestellungen. Möbelzentrum Großrehschen, das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Achtung, 45 Küchentester gesucht, mit tollen Konditionen. Das heißt, Küche zum halben Preis, 200 Euro in bar für das Ausfüllen eines Fragebogens und die 0% Finanzierung. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 15. Mai. Wie gewohnt starten wir unsere gemeinsame halbe Stunde mit Nachrichten vom Tage. Das Wetter wird allmählich besser und die Fahrräder werden aus dem Keller geholt. So startet jetzt auch die Saison der Fahrradbusse. Mehr dazu und weitere Meldungen haben wir jetzt für Sie zusammengefasst. Die sogenannten Fahrradbusse sind ab sofort wieder an den Wochenenden und Feiertagen im Lausitzer Seenland unterwegs. Das geht aus einer Mitteilung des Verkehrsverbund Oberelbe VVO hervor. Die Busse fahren in Kamenz direkt im Anschluss an die aus Dresden kommenden Züge ab. Danach geht es durch Seenland bis Hoyerswerda und wieder zurück. Die Busfahrer helfen beim Verladen der Räder auf die Anhänger, die jeweils für 20 Drahtesel Platz bieten. Weitere Informationen sind im Internet unter vvo-online.de zu finden. Die Saison geht noch bis zum 1. November. Der Bullaritzer Dorfteich ist repariert worden. Dadurch soll verhindert werden, dass sich eine Situation wie am 30. Juni 2019 jemals wiederholt. Damals hatte sich ein Waldbrand bis an den Ortsrand ausgebreitet und drohte auf die Häuser überzugreifen. Der Teich führte zu diesem Zeitpunkt aufgrund eines defekten Wehrs kein Wasser. Die fehlende Bohle an dem Ablassbauwerk ist ersetzt worden, damit der Teich sein Wasser besser halten kann. Zudem hat ein privater Eigentümer der Gemeinde die Nutzung seiner Zisterne in Notfällen angeboten, wie die Schwebnitzer Bürgermeisterin Elke Rötig berichtet. Ob es anders als in den vorhergehenden Sommern in diesem Jahr ausreichend Niederschlag gibt, könne allerdings noch niemand sagen. Seit Donnerstag lebt ein Dinosaurier am Zoo Hoyerswerda. Das wurde aus der Einrichtung mitgeteilt. Mit einer Länge von 3 Metern, einer Höhe von 2,70 Meter und einem Gewicht von 100 Kilo ist der Dromiceomimus nun der größte Bewohner in der WG der Bennett-Kängurus und Emu Hilde. Sie ist auch der Grund, warum jetzt ein Dinosaurier im Zoo Hoyerswerda zu finden ist. Denn Dromiceomimus heißt übersetzt Emu-ähnliche. Künftig wird er neben Hilde eine wichtige pädagogische Rolle spielen und erklären, dass es immer noch Dinos auf der Welt gibt, nämlich die Vögel. Mit der Unterstützung des Vereins der Zoofreunde Hoyerswerda konnte die Plastik angeschafft werden. Die Pflanzkübel auf dem Bischofswerder Altmarkt blühen ab diesem Jahr auch im Winter.
Seit der vergangenen Wintersaison sorgen nämlich Pflegepatenschaften dafür, dass die Pflanzkübel ganzjährig bepflanzt und gepflegt werden. Die Patenschaft wurde zunächst für 5 Jahre geschlossen. Das geht aus einer Mitteilung des Bischofswerder Rathauses hervor. Zahlreiche Spender der Skibockstadt haben dies möglich gemacht. Diese sind ab sofort auch auf Schildern an den Kübeln namentlich erwähnt. Einen großen Dank richtet die Stadt unter anderem an die Rot-Umwelttechnik, an die Wohnungswirtschaft und Bau der Stadt und an den Oberbürgermeister Professor Dr. Holmgroße. In Hoyerswerda wird ab Montag ein Teil der Salomon-Gottlob-Frenzel-Straße halbseitig gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt der Bushaltestelle am Behördenpark in Fahrtrichtung Görlitzer Brücke. Das hat die Stadtverwaltung jetzt mitgeteilt. Grund für die Sperrung ist die Erneuerung der Haltebucht für Busse. Während der Bauarbeiten kommt es zu Einschränkungen im Linienverkehr, wird weiter mitgeteilt. Die Ersatzhaltestelle für den innerstädtischen Busverkehr wird zum neuen Rathaus und die für den regionalen Verkehr zur Haltestelle Burgplatz verlegt. Autofahrer werden über die Straße am Lessinghaus und die alte Berliner Straße umgeleitet. Die Baumaßnahme soll bis zum 29. Mai andauern. Hoyerswerdas Oberbürgermeister Stefan Skora möchte die Gastronomen in der Stadt finanziell entlasten. Was genau geplant ist und die aktuellen Zahlen im Zusammenhang mit der Corona-Krise in der Lausitz gibt es jetzt. Die Stadt Hoyerswerda will voraussichtlich auf die sogenannten Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie im Stadtgebiet verzichten. Dazu hat Oberbürgermeister Skora für die kommende Woche einen Stadtratsbeschluss im Umlaufverfahren angekündigt. Demnach sollen für Gaststätten die Gebühren für die Nutzung von Flächen mit Stühlen und Tischen entfallen. Bis voraussichtlich August soll die Befreiung gelten. Ab heute dürfen Gastronomiebetriebe in Sachsen unter Auflage wieder öffnen. Der Bücherbus der Stadt Bautzen rollt ab Montag im Probebetrieb. Zunächst erst einmal für 2 Tage, heißt es dazu in einer Mitteilung aus der Stadtverwaltung Bautzen. Demnach werden zunächst die Haltepunkte Hegel- und Käthe-Kollwitz-Straße, Spittelwiesenweg, Auritz, Gröditz, Wurschen, Weißenberg und Klicks angesteuert. Dabei kann es aufgrund der getroffenen Hygieneschutzmaßnahmen zu Verzögerungen bei Ankunft und Abfahrt kommen, heißt es dazu weiter. Alle Medien müssen zuvor telefonisch oder elektronisch vorbestellt werden. Zur Vermeidung direkter Kontakte darf nur eine Person bzw. eine Familie den Bus betreten. Zudem ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Vorbestellungen sind ab sofort in der Hauptbibliothek telefonisch unter 03591 534827 oder per Mail an fahrbücherei@bautzen.de möglich. Weitere Informationen sind auf der Homepage der Bibliothek unter www.stadtbibliothek-bautzen.de zu finden. Das Industriegebiet Salzenforst im Bautzner Westen boomt. So errichtet die Ionisos AG derzeit auf ihrem Grundstück eine neue Halle. Sie soll einen 3. Bestrahler aufnehmen, der für die Veredelung von Kabeln benötigt wird. Durch die Bestrahlung wird der Kunststoff der Kabelummantelung haltbar. In der Nachbarschaft hat die DRS Deutsche Rohwerk Sachsen GmbH das Areal der früheren WMS Flocktechnik erworben. Sie will das Gelände vor allem als Lagerfläche nutzen. WMS hatte den Bautzener Standort aufgrund von wirtschaftlichen Schwierigkeiten aufgeben müssen. Völlig neu baut das polnische Unternehmen Prosperplast, das Haus- und Gartenartikel aus Kunststoff produziert. Damit ist das Industriegebiet nahezu vollständig belegt. Ab heute und Montag kommender Woche treten weitere umfassende Lockerungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Freistaat Sachsen in Kraft. Somit ist künftig auch der Kontakt mit Angehörigen eines weiteren Hausstandes erlaubt. Außerdem dürfen bis 3 Klassenkameraden oder Kinder aus einer festen Kita-Gruppe einander besuchen. Kindereinrichtungen werden ab Montag uneingeschränkt von 6 bis 17 Uhr öffnen. Beherbergungsbetriebe, Kultur- und Sportstätten, Freibäder sowie Freizeit- und Vergnügungsparks dürfen den Betrieb wieder aufnehmen, sofern ein genehmigtes Hygienekonzept vorliegt. Auch der Betrieb von Einzelhandelsgeschäften ist wieder ohne Reduzierung der Verkaufsfläche erlaubt.
Gottesdienste, Beerdigungen, Trauerfeiern und Trauungen sind bei Einhaltung der Abstandsregeln gestattet. Möglich wird auch der Besuch von Fahr-, Flug- und Bootsschulen. Die Verordnung tritt mit Ablauf des 5. Juni außer Kraft. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.coronavirus.sachsen.de. Zur Entwicklung bei den Corona-Infektionen in der Lausitz ist folgender Stand zu verzeichnen. Im Landkreis Bautzen sind insgesamt 453 Infizierte und damit 5 weitere Erkrankungen seit gestern gemeldet. Von den Infizierten sind bereits 322 Personen wieder genesen. Derzeit sind im Landkreis 117 Personen nachweislich am Coronavirus erkrankt. Im Landkreis Görlitz gelten von den bisher 268 Infizierten aktuell 228 als geheilt. Im Kreis Oberspreewald-Lausitz ist kein Erkrankungsfall neu aufgetreten. Aktuell wurden hier 49 Menschen infiziert, von denen bereits 39 wieder genesen sind. Im Landkreis Spree-Neiße ist auch heute kein weiterer Fall der Neuinfektion gemeldet worden. Hier haben sich bislang insgesamt 63 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 60 der Erkrankten sind allerdings schon wieder gesund. Sie suchen modernen Wohnraum im Lausitzer Seenland? Lebensräume Hoyerswerda. Individuell, freundlich und ideenreich. Mehr als gewohnt. Platz für die Familie. Für Sie umgebaut. 2 Dreiraum zu einer großzügigen 5-Raum-Wohnung mit 2 Bädern, Wohnküche und 2 Balkonen. Sie haben Interesse? Dann Telefon 03571 46 74 11 und im Netz lebensräume-hy.de. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. Hey, liebe Durchhalter. Bleibt stark da draußen. Das sind schon ziemlich krasse Zeiten im Moment. Man will das schützen, was man am meisten liebt. Man ist berufstätig und Mutter und sowieso auch noch Lehrerin. Ich klatsche mich mit meinem Mann mittlerweile nur noch an der Haustür ab. Wir alle müssen uns ganz schön anpassen. Schon was anderes, wenn man dem Kunden mit Maske entgegentritt. Aber dennoch kommt man sich näher, das ist schon verrückt. Wir krempeln alle die Ärmel hoch. So wie auf unserer Spendenplattform. Für Lieblingsvereine. Und soziale Projekte. Aber viele machen sich jetzt Gedanken, wie es weitergehen soll. Wir kümmern uns. Kredite können wir anpassen. Die Tilgung aussetzen. Und auch Raten halbieren. Jetzt nicht schlapp machen. Oder muss man halt ein bisschen breiter lächeln. Das kriegen wir hin. Gemeinsam dadurch. Bei uns im Programm geht es jetzt weiter mit Meldungen aus dem Polizeibericht. Anschließend haben wir, wie gewohnt, aktuelle Straßensperrungen, Behinderungen und Umleitungen im Lausitz-Welles-Sendegebiet in Stop and Go für Sie zusammengefasst. Einen betrunkenen Autofahrer stoppen Beamte des Polizeireviers Bautzen am Mittwochnachmittag auf der Dresdner Straße in Bautzen. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle bemerkten die Polizisten das auffällige Fahrverhalten des 30-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Zudem war der Opel-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamten untersagten dem Deutschen die Weiterfahrt. Zu einem schweren Ladendiebstahl kam es am Mittwochvormittag in einem Geschäft am Markt in Kamenz. Eine Kunde beobachtete einen Mann, wie er insgesamt 26 Parfüms und Eau de Toilette verschiedener Hersteller in seiner Jacke verstaute. Anschließend verließ dieser den Laden ohne zu bezahlen. Der Tatverdächtige flüchtete mit der Beute in Richtung Zwingerstraße. Zeugen verloren diesen dort aus den Augen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 900 Euro. Eine sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahme blieb erfolglos. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe und beschreibt den Mann wie folgt. Der Mann ist ca. 1,80 Meter groß und war mit einem knielangen schwarzen Parka bekleidet und trug eine schwarze lange Hose. Sehr auffällig war laut Zeugenaussagen der Schuh des Flüchtigen. Die hellgrauen Sneaker hatten eine neongrüne Aufschrift. Zudem trug der Mann einen weißen Mund-Nasenschutz. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kamenz telefonisch unter 03578 3520 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zu
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag an der Promenadenstraße in Görlitz. Ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer beabsichtigte, von der Richard-Strull-Straße auf die Promenadenstraße einzubiegen. Dabei übersah er eine ihm entgegenkommende Radfahrerin. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 55-jährige Radlerin und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Eine Bewohnerin der Curiestraße in Hoyerswerda hat am frühen Mittwochmorgen einen Einbrecher überrascht und vertrieben. Ein lautes Geräusch aus dem Keller riss die 53-Jährige aus dem Schlaf. Als sie im Keller nach dem Rechten schaute, bemerkte sie einen Mann, der sich an den Fahrrädern der Mieter zu schaffen machte. Als die Frau den Unbekannten ansprach, stieß dieser sie zu Boden und flüchtete. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Stop it go. Baustellen, Straßensperren, Umleitungen. In Seligstadt ist die Hauptstraße nach Arnsdorf zwischen der Bergstraße und dem Ortsausgang komplett gesperrt. Hier wird die Straße neu gebaut, eine Umleitung ist ausgewiesen. Ebenfalls in Seligstadt ist die Hauptstraße zwischen der Fischbacher Straße und dem Bahnübergang vollgesperrt. Hier werden die Kanäle und Straßen grundhaft ausgebaut. Im Doberschau-Gaußiger Ortsteil Schlungwitz finden Breitbandausbauarbeiten statt. Zwischen der Einmündung Fabrikstraße bis zur Einmündung Industriestraße ist eine halbseitige Sperrung. Die B6 in Jenkwitz ist bis zum Ortsausgang Barschütz wegen Straßenbauarbeiten komplett dicht. Umgeleitet wird über die B6 Bautzen und die S111. Ebenfalls vollgesperrt ist die Ortsdurchfahrt Jenkwitz von der Rabitzer Straße bis zum Ortsausgang. Hier wird die Straße ausgebaut, eine entsprechende Umleitung ist auch hier ausgeschildert. In Radibor ist die Josef-Noack-Straße zwischen der Einmündung Jakob-Lorenz-Zaleski-Straße bis zum Ortsausgang Bornitz komplett dicht. Hier finden Kanal- und Straßenbauarbeiten statt. Eine Umleitung erfolgt über die S107 Luttowitz und die S106 Neubornitz. Die Ortsdurchfahrt S106 in Merker ist komplett gesperrt. Hier wird die Straße grundhaft ausgebaut. Eine Umleitung erfolgt über die K7211 Radibor und die S107. Ebenfalls die gesamte Ortsdurchfahrt ist in Kleinbautzen voll gesperrt. Hier wird die Straße ebenfalls grundhaft ausgebaut. Eine Umleitung erfolgt über Niederkainer, die B98 Kreisverkehr und die S109 Malschwitz. Die Ortsdurchfahrt B156 in Schillichau ist halbseitig dicht, hier werden Kanäle ausgebaut. Im Pulsnitzer Ortsteil Friedersdorf ist der Abschnitt zwischen der Mittel- und der Wiesenstraße vollgesperrt, hier finden Kanal- und Straßenbauarbeiten statt, eine Umleitung führt über die S95 Pulsnitz-Gersdorf, die S105 Reichenbach sowie die S104. Die Linksabbiegerspuren auf der S177 und B97 in Ottendorf-Okrilla sind vollgesperrt. Betroffen sind die Abzweige an der Radeberger und Königsbrücker Straße. Hier werden die Pflasterrinnen und Gehwege instand gesetzt. Eine entsprechende Umleitung für Lkw und Pkw ist ausgewiesen. In Königsbrück ist die S100 vollgesperrt, betroffen ist der Abschnitt zwischen der Dresdner Straße, zwischen der B97 und der Marktstraße. Hier werden der Durchlass und die Brücke über die Pulsnitz instand gesetzt, umgeleitet wird über die Umgehungsstraße. In Tröbigau ist die Neuschmöllner Straße zwischen der Einmündung S120 Putzgauer Straße bis zur Klosterbergstraße halbseitig gesperrt, auch hier finden Breitbandausbauarbeiten statt. In Großnaundorf ist die Lomnitzer Straße vollgesperrt. Eine Umleitung für PKWs führt über die S56 Hökendorf-Lomnitz. Eine Umleitung für LKW ab 3,5 Tonnen führt ebenfalls über die S56 Hökendorf, die B97 Lausnitz, die S177 Ottendorf-Okrilla sowie die K9252 Lomnitz. Halbseitig gesperrt ist die B97/98 in Lausnitz auf der Dresdner Straße. Hier wird die Umfahrung ertüchtigt und im Zuge dessen Kanal- und Straßenbauarbeiten durchgeführt. Die S95 zwischen Ossling und der Kreuzung zur S95/S92 ist vollgesperrt. Hier wird eine Dünnschicht eingebaut und die Fahrbahn erneuert. Umgeleitet wird über die B97, S94 und die S92.
Im Bernsdorfer Ortsteil Straßgräbchen ist die Kamenzer Straße zwischen der Weißiger Straße und dem Waldweg voll gesperrt. Hier finden Kanal- und Straßenausbauarbeiten statt. Eine Umleitung führt großräumig über die S94 und B97. Außerdem ist in Bernsdorf die Straße des 8. Mai voll gesperrt. Umgeleitet wird über die B97 Lauter, die B96 und die L58. Im Königswarter Ortsteil Oppitz ist die Milkeler Straße in der gesamten Ortslage halbseitig gesperrt. Hier erfolgt der Breitbandausbau. Ebenfalls in Königswarter ist noch bis zum 19. Mai die B96 in Höhe der Hauptstraße zwischen dem Kirchplatz und dem Ortsausgang halbseitig gesperrt. Hier wird in 3 Bauabschnitten die Betonrinne zurückgebaut. Die Umleitung erfolgt jetzt noch über die S98 Neschwitz-Zescher-Niesendorf und die S101. Ab dem 18. Mai vollgesperrt wird die S111 zwischen der S110 und der K7230. Hier wird die Fahrbahn saniert, eine Umleitung ist dann großräumig ausgewiesen. Die S111 in Wurschen wird vom Napoleonweg bis zur Weißenberger Straße ab dem 29. Mai vollgesperrt. Auch hier ist eine Umleitung ausgeschildert. Im Solander Ortsteil Wersdorf ist die B98 auf der Dresdener Straße zwischen der Einmündung Lessingstraße und am Waldrand halbseitig gesperrt. Hier finden Breitbandausbauarbeiten statt. Der Bereich bei der Peterskirche zwischen der Peterstraße und dem Hainwald in Görlitz ist vollgesperrt. Die Zufahrt zum Weithaus und zum Hainwald ist nur über die Neißstraße möglich. Auch gesperrt ist die Zittauer Straße zwischen der Goethe- und Fischerstraße in Görlitz. Hier finden Reparaturarbeiten am Straßenbahngleis statt. Und der Azaleenweg in Görlitz ist zwischen dem Grenz- und dem Veilchenweg wegen der Neuverlegung von Gasleitungen vollgesperrt. Der Azaleenweg ist aus Richtung Christian-Heuck-Straße nur als Sackgasse befahrbar. Egal wo es für Sie hingeht, kommen Sie immer gesund und entspannt an Ihr Ziel. Stop it go. Baustellen, Straßensperren, Umleitungen. Zum Abschied unseres Programms blicken wir wieder in die Geschichte der Region. Anschließend erfahren Sie die Wetterprognosen für das kommende Wochenende. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Im Jahre des Herrn, anno 1523, entschieden die Stadt- und Kirchenväter von Bautzen, auf dem Feld vor dem Reichenturm einen neuen Friedhof anzulegen, da auf dem St. Petri-Kirchhof, dem jetzigen Fleischmarkt, aus Platzmangel keine Beisetzung mehr stattfinden konnten. Um den Trauernden einen würdigen Versammlungsort zu schaffen, wurde die Marienkapelle aus dem Taucherwald bei Uist abgetragen und auf dem Gräberfeld neu errichtet. Sie gab dem Friedhof, der einst der Heiligen Dreifaltigkeit geweiht war, seinen Namen. Gottesacker zum Taucher. Der notwendig gewordene Begräbniskirchenbau wurde im Jahre 1598 begonnen und konnte schon nach kurzer Zeit Anfang des Jahres 1599 eingeweiht werden. Nachdem sich über die Jahrhunderte erstreckenden Erweiterungen der Friedhofsanlage wurde letztendlich eine Gesamtfläche von 7,9 Hektar erreicht und somit ist Raum für zurzeit ca. 5000 Grabstätten. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Nacht ist es anfangs wolkig, im Verlauf häufig gering bewölkt und trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 4 Grad. Morgen gibt es viel Sonnenschein mit ein paar Quellwolken bei 17 Grad. Am Sonntag bleibt es bei dem sonnigen Wetter und wir erreichen dabei Werte von 19 Grad. Am Montag wird es noch wärmer, die Temperaturen liegen dann schon bei 22 Grad und es wird ein Mix aus Sonne und Wolken geben. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Freitag. Alle Nachrichten gibt es wie immer auch zum Nachlesen auf unserer Homepage lausitzwelle.de. Am Montag sind wir dann wieder zur gewohnten Zeit für Sie da. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein erholsames Wochenende. Machen Sie es gut.